Erstens entwickle a plus b hoch 3 als Ausdruck, der nur von a hoch 3, b hoch 3, a mal b und a plus b abhängt. Zweitens löse die folgende Gleichung in R. Die Kubikwurzel von x plus 3 minus 1 ist gleich zu minus Kubikwurzel von 4 minus x. Im Punkt 1 reicht es, die binomische Formel für a plus b hoch 3 aufzuschreiben. A plus b hoch 3, das macht a hoch 3 plus 3a Quadrat b plus 3ab Quadrat plus b hoch 3. Und dann für die zwei mittleren Termen kann man 3 mal a mal b ausklammern. Und so erhalten wir diese Summe, die nur abhängt von a hoch 3, b hoch 3, a mal b und a plus b, wie gefragt. Jetzt kommen wir zu Punkt 2. Wir lösen jetzt diese irrationale Gleichung. Da sie irrational ist, müssen wir überprüfen, ob es Existenzbedingungen gibt. Aber da und da rechnet man Kubikwurzeln. Und die Kubikwurzel von einer negativen Zahl ist sehr wohl definiert, was also bedeutet, dass diese irrationale Gleichung keine Existenzbedingung hat. Wir setzen zuerst minus diese Kubikwurzel links vom Ist-Zeichen, dort wird das dann zu plus diese Kubikwurzel, und jetzt setzen wir auch noch minus 1 rechts rüber, da wird es zu plus 1. Jetzt rechnen wir links und rechts hoch 3. Und hier sehen wir a plus b hoch 3. Dazu können wir aber diese Formel einsetzen, die wir gerade bewiesen haben. Und 1 hoch 3 macht 1. Somit führt das zu dieser Gleichung. Hier sehen wir x und da sehen wir minus x. Diese zwei Terme verschwinden also. Und hier sehen wir die Summe von diesen zwei Kubikwurzeln. Genau wie da. Also können wir diese Klammern durch 1 ersetzen. Und somit führt das zu dieser Gleichung, die man noch durch 3 teilen kann. Und dann nehmen wir hoch 3 an beiden Seiten. So finden wir diese Gleichung. Warum hoch 3? Weil dieser Exponent mit dieser Kubikwurzel verschwindet. Also finden wir diese Gleichung. Die doppelte Distributivität führt zu dieser, die wir etwas einfacher schreiben können. Persönlich mag ich es, wenn die Vorzahl von x² positiv ist, und deshalb multiplizieren wir hier beidseitig mit minus 1, so haben wir diese Gleichung zweiten Grades. Falls diese Gleichung zwei Lösungen hat, muss die Summe der Lösungen 1 sein und das Produkt minus 20. Das können also nur minus 4 und 5 sein. Minus 4 und 5 sind also die Lösungen dieser Gleichung.